Ja, hallo und willkommen bei Goa Aquaponik. Schön, dass du wieder mit dabei bist. So, heute soll es ein bisschen um das Thema gehen, welche Materialien sich eignen für ein Aquaponik-System. Und das Schöne finde ich dabei ist einfach, dass da wirklich der kreativen Ader keine Grenzen gesetzt sind. Ich werde euch mal ein paar Fotos dazwischen reinhauen, dass ihr auch immer ein bisschen mehr eine Vorstellung davor bekommt, was alles möglich ist und was Leute so alles bauen. Ja, erstmal Badewanne. Ja, es gibt Systeme, die aufgebaut sind auf Badewannen. Dann das nächste wäre zum Beispiel, was auch sehr, sehr, sehr bekannt ist in der Aquaponik, was viele Leute nutzen, ist ein bisschen teurer, eignet sich eher für große Systeme, wären die IBC-Lebensmitteltanks. Ja, IBC-Lebensmitteltanks eignen sich einfach sehr gut, halt, weil es Lebensmittel echter Kunststoff ist. Und man kann die halt zerschneiden in der Mitte. Das ist halt eine coole Geschichte dabei. Und man hat halt gleichzeitig dadurch, dass da drumherum ein Metallgerüst ist, halt eine Abstützung für das System. Deswegen eignen sich die sehr gut. Achtet nur dabei darauf, dass ihr keine Lebensmitteltanks euch kauft, die vorher halt für Chemikalien benutzt worden sind. Und wenn, dann sollten die halt sehr, sehr gut gesäubert werden auf jeden Fall. Ja? Wenn ihr euer System draußen aufbauen wollt und ihr wollt 365 Tage im Jahr Sachen ernten, dann bietet es sich hier definitiv an, ein Gewächshaus zu kaufen. Da gibt es verschiedene Größen. Es gibt Beistellgewächshäuser, die man halt auch so an der Wand stellen kann. Und das Gute ist halt dadurch, dass man halt auch so ein bisschen Kontrolle hat über die Temperatur. Ja, aber wenn ihr in Deutschland seid, ich bin ja im Süden von China, das heißt, bei mir wird es hier im Winter so, normalerweise ist wirklich das der Extremfall, sagen wir mal 8 bis 10 Grad. Das heißt, ich habe hier nicht so ein großes Problem für euch. Ihr müsst auf jeden Fall einen Heizstab installieren, denn Fische, auch wenn die Fische, sagen wir mal, klarkommen mit sehr, sehr niedrigen Temperaturen, wie die Schleie zum Beispiel, solltet ihr ein bisschen heizen und einen Heizstab installieren, damit ihr einfach genug Wärme habt, dass auch eure Bakterienkolonie stirbt. Ja? Eine weitere Möglichkeit wären halt einfach alle möglichen Arten von Wannen. Ja? Wannen, Mörteltöpfe und schaut einfach mal bei uns vorbei auf unserer Webseite, da kriegt ihr einen guten Eindruck darüber. Da habe ich auch noch mal ein bisschen was beschrieben, mehr zu den einzelnen Materialien. Ich habe hier zum Beispiel ganz einfache Kunststoffwannen. Ja, seht ihr hier ja, und halt auch in dem Ding, in diesem Fall Lebensmittel echt, auch ganz wichtig halt, ja. Blaue Tonnen, nicht nur gut für die Filtration, da gibt es Systeme, die sind komplett aus blauen Tonnen gebaut. Hau ich auch nochmal ein Foto jetzt hier kurz rein. Und ansonsten PVC-Rohren. PVC-Rohren sind eigentlich Bestandteil, eine seht ihr jetzt schon hinter mir, Bestandteil eines jeden Aquaponik-Systems. Das heißt, werden auf jeden Fall wahrscheinlich bei euch Anwendung finden und eignen sich gut, denn PVC ist wie so ein Lego-Baukastensystem, ja, also ihr findet alles an Komponenten und das hat halt mir auch so einen Spaß gemacht im Endeffekt hier, weil ich gehe in China zum Laden, ich finde hier alles, wirklich alles an Komponenten für so ein Aquaponics-System und macht einfach Spaß, ja. Wenn ihr jetzt ein kleines System bei euch bauen wollt, würde ich euch eher ein Aquarium vorschlagen, ja, als Unterbau. Ja, das habe ich hier jetzt in dem Fall. Und da müsst ihr nur aufpassen, dass wenn das nah am Licht steht, dass das ein bisschen abgedunkelt ist. Das hier ist leider ein Plexiglas-Aquarium und leider hat sich hier das schon diese Verbindung ist abgegangen, aber es hält immer noch ganz gut. Glas ist auf jeden Fall definitiv besser, nur da müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen mit dem Gewicht. Noch ein weiteres Material, was sich gut eignen würde für den Fischtank, der Regenwassertonnen, denn die sind meistens rund und damit habt ihr den Vorteil, dass sich halt einfach die Ablagerung, sagen wir mal, die Ausscheidung der Fische nicht am Boden absetzen. Ja? Wenn man da nur so ein bisschen Zirkulation hat mit einer Umwälzpumpe, dann gibt es da absolut keine Probleme und ist definitiv besser als ein rechteckiger oder ein viereckiger Tank. Ja, ansonsten, das war es eigentlich schon mal soweit. Wie gesagt, falls ihr gerade am Aquaponik-System am Bauen seid oder ihr habt schon eins, sagen wir es mal, so, dann zieht euch einfach mal bei uns auf der Webseite, gibt es die 8 Regeln für ein erfolgreiches System
kostenlos zum Runterladen. Da kriegt ihr auf jeden Fall noch mal ein paar Tipps und Tricks, worauf ihr so zu achten habt. Also ansonsten schaut vielleicht einfach mal vorbei bei uns. Da gibt es sehr, sehr viele Infos zum gesamten Thema und ansonsten die weiteren Videos. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.